endlich wieder spontan im Wald draußen schlafen. Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Ja, moin moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs, aber nicht allein, denn der Marc ist mit dabei und wir beide haben uns heute eine Hängematte mitgenommen und gleichzeitig ist es für uns beide auch noch der erste, ja, Freiluftgenießerabend sozusagen, den wir in der Hängematte verbringen wollen. Die meisten von euch haben ja schon mal gesehen, dass ich sehr oft auf Bushcraft-Touren mit der Hängematte unterwegs bin, dort aber nur drin chille und nicht drin schlafen. Und heute, seht ihr hinter mir, habe ich das kleine Setup schon mal aufgebaut. Wir gucken uns das später grob ein bisschen an. Reviews zu den einzelnen Sachen findet ihr aber auf dem Ausrüstungskanal, so wie immer. Wir werden kochen, wir werden quatschen. Ich habe ein bisschen Geheimzutat dabei. Eine kleine Wandertour wollen wir auch noch zwischendurch machen. Es wird ganz fantastisch, da könnt ihr mir vertrauen. Viel Spaß mit dem Video. Sunrise. Sunrise? Nicht die Kamera fressen. Nach dem Aufbau, aber bevor ich euch nochmal die Ausrüstung genau zeige, und vor allen Dingen, bevor wir auch ans Kochen gehen, gehen wir noch eine kleine Runde wandern hier zusammen. Wir haben jetzt ja, das meiste einfach im Lager gelassen. Das heißt, den schweren Rucksack etc. Ja, man sieht uns von außen überhaupt nicht. Wir sind ziemlich gut getarnt. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Das sollte keiner mitbekommen. Und wenn doch, wer klaut schon ein angegammeltes Tarp aus dem Wald raus? Also das halte ich für unwahrscheinlich. Ne? Und es ist wunderbar. Es ist Mitte Frühling ja mittlerweile schon. Wir hatten schon richtige Sommertage und der Wald explodiert vor grüner Farbe. Ich freue mich richtig, da macht das Wandern Spaß. Es ist eine Grünexplosion. Geht schon wieder los, Leute. Da ist die erste. Ich zeig dir einmal ganz kurz, wie wir hier draußen schlafen. Wie du schon sehen kannst, habe ich die Casual-Hängematte dabei. Eine ganz günstige Low-Budget-Hängematte. Da habe ich mal eine Review drüber gemacht auf dem Ausrüstungskanal. Weiß nicht, ob man da drin gut schlafen kann. Wir werden es ja dann erfahren. Und für die andere Ausrüstung zeige ich euch mal in der nahen Sicht. Da vorne habe ich aufgespannt die Hängematte. Und dann hier einmal auch ein günstiges, ganz günstiges Tarp. Ja. Und unten auf dem Boden eine BW-Nässe-Schutzplane, sozusagen, dass man sich da auch ein bisschen hinsetzen kann oder seine Füße hinpacken kann, die ausrüstungsgeschützt ist vor der Nässe auf dem Boden. Den günstigen Fairbanks-Rucksack, ein Kissen von Casual, hier eine kleine Luftmatratze, also wirklich die ganz klein und nur für den Komfort extra ist. Hier für die Isolation die Thermarest Ridge Rest. Dann habe ich sonst den Taschef-Rucksack wieder mit, ne? Da für das Kamera-Equipment, hier einen kleinen BW-Kälteschutz, falls in der Nacht irgendwas ist. Und ansonsten, ja, da auch noch so eine Taschef-Tasche, da vorne eine Hygieneflasche, Kochtöpfe etc. Du kriegst also einen kleinen Eindruck. Es ist sehr einfach gehaltenes Setup, nichts Besonderes. Es ist auch relativ schwer. Ich habe relativ viel mit, weil ich eben auch noch zum Beispiel Geheimzutat dabei habe etc.
Aber es war jetzt nicht viel Weg, der zu schleppen ist. Wir haben uns das hier ein bisschen gemütlich gemacht. Einmal ganz kurz zeige ich euch noch vom Marc, was der sich aufgebaut hat. Der kommt nämlich mit der Amazonas Ultralight Hängematte und Amazonas Tarp, richtig? Okay, genau. Das ist sein Setup. Wir gucken uns das einmal ein bisschen näher noch an. Seht ihr ja, der Streber hat ein Moskitonetz, ich nicht. Das merke ich auch jetzt schon. Die Mücken fangen schon wieder an. Aber an der Quechua-Hängematte konnte ich halt kein Moskitonetz befestigen. Und damit muss ich dann halt diese Nacht zumindest leben. Tja, so sieht das hier bei uns aus. Klonk. Wenn dieses Flugzeug mal fertig ist, dann können wir auch langsam anfangen. Es wird dunkler, ihr seht es auf der Linse. Obwohl es auf der Linse dunkler ist, als es eigentlich ist. Das nervt mich ein bisschen, aber es ist trotzdem in Ordnung. Wir fangen an zu kochen, beziehungsweise Marc fängt an zu kochen. Und ich führe euch da gleich ein bisschen durch. Viel Spaß dabei. So, was haben wir denn hier Feines? Ja, was haben wir denn hier Feines? Wir haben Zwiebeln. Knoblauch. Ganzer Knoblauch. Reis, oh, warum habe ich den nicht wieder ausgepackt? Das war eigentlich eher für was anderes. Und dann da Kidneybohnen und Tomato Gusto. Bist du am Cheaten? Ja. Kein Tomatenmark? Das wollte ich jetzt nicht selber machen. Dann haben wir hier Mais, Tatonka Bowl, die Aluminium Bowl von Decathlon und der Trangia-Kocher da drin. Warum haben wir zwei verschiedene mit? Naja, einmal vegetarisch, einmal mit Fleisch. Genau. Super, da liegt ein Ganso. Das wird das gleich kaputt machen. Dann kommt es aufs Feuer und irgendwann schmeckt das. Genau. Da wird schon irgendwie was bei rauskommen. Eine wunderbare, wunderschöne, outdoorige Auflage. Magst du gerne Knoblauch? Ich liebe Knoblauch. Dann nehmen wir noch eine. Top. Bin ich dabei. Ja. Gut. Dann mache ich mal das Messer sauber. Und dann kann das auch schon losgehen. Vorteil bei einer Hängematte, man kann an den Straps alles aufhängen, was man möchte. Zum Beispiel hier den Kälteschutz oder da seinen Snackbeutel oder da seine Kameratasche. So, Zwiebeln sind geschnitten, was jetzt? Ja. Nun könnten wir das in Öl anbraten, ein bisschen. Aber... haben wir nicht. Warum? Bestimmt nicht, weil Alvo das vergessen hat. Denn Alvo vergisst nie etwas, wenn es ums Kochen draußen geht. Wie wir schon aus unzähligen Kochvideos gelernt haben. Besonders Tomatenmark ist immer in ausreichender Menge vorhanden. Habe ich mit. Du hast das mit, das ist korrekt. Ja. Aber leider kein Öl. Wie sehen meine Haare denn schon wieder aus? Ich muss auch sagen, ich fühle mich auch ein bisschen schuldig. Ne? Es ist halt wirklich so, ich vergesse ständig irgendwas, wenn es ums Kochen geht. Die Geheimzutat habe ich natürlich nicht vergessen, aber ich habe das Öl vergessen. Oh, da brennt hier gleich der halbe Wald. Was kommt wohl noch alles in den Kochtopf? So, da ist noch eine. Die haben immer irgendeinen Spruch, der ganz am Anfang kommt. Dann bleibt dabei. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wie das und das, dann bleibt dabei. Und dass man einfach mal so ein, die alle zusammenschmeißt und so eine Anmoderation macht. Also ja, alle kopiert. Und zwar mega offensichtlich. Ja. Ja, der ein oder andere, zum Beispiel Goose von Robot Outdoor, hat das mal so ein bisschen gemacht. Wie Chili sich immer anhört, wenn das irgendwo raufklatscht. Ja. So. Lecker essen. Nom 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 nom. Guten Appetit. Na, versuchen wir mal, ne? Ah, nichts runterfallen, oh Gott. Viel zu heiß. Dabei stand's doch schon.
viel zu heiß. Aber ich muss sagen, es ist sehr lecker geworden. Auch wenn ich gerade ein bisschen gruselig aussehe, weil nur eine... Warte, wir versuchen es anders. So? Ah, es blendet mich, oh Gott. Aber so sieht man mein ganzes Gesicht, glaube ich. Es ist sehr lecker geworden. Danke, Herr Marc, an der Stelle. Wir werden das jetzt erstmal genießen. Es wird immer schwerer zu filmen, weil es halt schon so dunkel ist. Aber ich werde noch versuchen, das eine oder andere Bild für euch natürlich einzufangen und euch vom Schlafengehen natürlich nochmal Tschüss sagen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut hell. Ihr seht, wir haben vollste Nacht und ich werde mich jetzt, man sieht es ja kaum, ne? Aber da ist auf jeden Fall die Hängematte, mal reinbegeben. Mal sehen, ob ich das so gefilmt kriege, dass ihr auch was seht. Okay, hier wollen wir rein, ohne dass alles runterfällt und kaputt geht. Ach, guck mal an, ich kann das Tarp anleuchten und dann seht ihr mich ein bisschen. Gruselig. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Hängematte vorher schon ausgerichtet ist. Denn ich musste jetzt gerade nochmal im Dunkeln neu ausrichten. Aber an sich sehr bequem. Ich habe den BW Kälteschutz noch an. Ja, einfach weil es schon echt kalt geworden ist. Ne? Der Temperaturunterschied ist schon heftig. Ne? Also wir haben am Tag irgendwie 22, 23 Grad in der Sonne. Und jetzt gerade hier im Wald so 7, gefühlt 6 Grad ungefähr. Da braucht man sowas schon mal. Aber ich bin für Kälte ordentlich ausgerüstet. Ne? Da habe ich genug von mitgenommen. Und ich spüre schon, wenn ich drin liege, dass ich müde bin, dass es doch einfach gemütlich ist, hier drin zu liegen. Ich habe auch genug Kopfkissen mir mitgenommen. Ja? Das macht mich einfach glücklich, hier draußen zu sein, mit vollem Magen, ein bisschen Geheimzutat. Werde ich mir noch zur Genüge tun, während ich in den Himmel rauf gucke, in der Hängematte. Ne? Das ist irgendwie das schöne Leben. Ja. Und morgen? Ja, morgen werde ich euch auf jeden Fall dann erzählen, wie die Nacht in der Hängematte war. Da bin ich mal selber ganz gespannt drauf. Wir haben eben schon Rehe gehört, das heiserne Bellen, Pfiff durch die Baumwipfel. Man glaubt immer gar nicht, dass es Rehe sind, aber es sind tatsächlich Rehe. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Dunkelheit. Geister. Ah. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald. Schön, dass du bei dem Video dabei bist. Die erste Nacht in der Hängematte, die ich jemals draußen geschlafen habe, ist jetzt mittlerweile vorbei. Und später reden wir ein bisschen darüber, wie es denn überhaupt mit der Hängematte war, welche Vor- und Nachteile das hatte. Erstmal an sich, die Nacht war schön, weil ihr seht es ja und hört es ja, ne? Es ist wunderbar grün. Die Vögel zwitschern die ganze Zeit und es ist einfach ein gewisses Erlebnis, in der Hängematte rumzuhängen, dabei einzuschlafen. Und das ist auch ein ganz besonderes Gefühl. Aber erstmal stehe ich richtig auf und wir frühstücken ein bisschen, ja, bevor ich hier anfange, mir einen Wolf zu labern. Thank you.
Wie war denn jetzt meine erste Nacht in der Hängematte? Fangen wir doch einfach mal mit den Vorteilen, die ich bei der Hängematte sehe, an. Und zwar, das allererste ist, du hast genauso dieses Naturgefühl, wie du es auch beim Bivakieren hast. Das heißt, du hast einen sehr direkten Kontakt mit der Natur, du kannst die ganze Zeit rausgucken etc. Du fühlst dich nicht in so einem Käfig drin, wie das bei dem ein oder anderen Zelt so zum Beispiel ist. Gleichzeitig bist du aber als Vorteil gegenüber dem Bivakieren weg vom Boden, das heißt auch weg hier von den Zecken. In vorigen Videos habe ich ja schon mal erzählt, dass ich hier sehr viele habe und wir haben gestern auch bei Sunwise wieder 8 Stück aus dem Fell rausgeholt. Also weg von den Insekten, weg vom Boden zu sein, das sehe ich als sehr großen Vorteil natürlich auch von der Hängematte an. Das ist auch nur logisch, weil auf Buschexpeditionen im Dschungel etc., dort schläft man auch mit Hängematten, weil da ist es natürlich noch viel krasser mit den Insekten. Dort kannst du überhaupt nicht auf dem Boden schlafen, dort musst du sogar in einer Hängematte übernachten. Noch ein Vorteil ist, dass es dir völlig egal sein kann, solange du im Wald bist und Bäume zur Verfügung hast, dass der Boden uneben ist. Wie wir das hier zum Beispiel auch haben, wir haben einen schrägen Verlauf vom Boden und können dann hier aber trotzdem entspannt die Hängematten zwischen den Bäumen verbinden. Ja, und dann hier einfach übernachten. Das wäre mit einem Zelt praktisch fast unmöglich oder sehr unangenehm. Und mit einem Biwak, ja, also man würde es hinkriegen, aber es wäre trotzdem unangenehm, weil man sehr, sehr schräg schlafen würde die ganze Nacht über. Man kann sich natürlich auch immer das Beste aussuchen, weil mit einem Biwak ist man am allerflexibelsten, dass man in jede Ecke irgendwo rein kann. Aber man schläft dann halt nicht ganz so gut und da sehe ich die Hängematte dann auch ein bisschen vorne, dass sie zumindest im Wald durchaus flexibler ist. Auf freiem Feld natürlich überhaupt nicht zu gebrauchen. Weiterer Vorteil, den die Hängematte mit dem Biwaksack gemeinsam hat gegenüber dem Zelt, ist, dass sie einfach leichter ist. Ne? Also man hat ein kleineres Packmaß, man hat weniger Gewicht, das man mitschleppen muss etc. und kann sich so ja, relativ einfach im Wald hängen, ohne viel mitschleppen zu müssen. Und ein weiterer Vorteil haben das Bivakieren mit dem Biwaksack und die Hängematte gegenüber dem Zelt, weil es ist meiner Meinung nach deutlich einfacher aufzubauen. Also eine Hängematte mal eben zwischen zwei Bäumen zu spannen ist gar kein Problem. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass es mit dem Zelt ein Riesenproblem ist, das aufzubauen, weil da dauert der Aufbau meistens auch nur irgendwo zwischen 2 und 4 Minuten. Aber es ist nochmal so ein kleiner Vorteil, dass es leichter ja, einfach aufzubauen und man ist flexibler, kann es direkt wieder abbauen und wieder mitnehmen, als es vielleicht beim Zelt ist, wo ich dann zum Beispiel beim Grand Canyon Cordova 1 zum Beispiel habe, da brauche ich dann schon ein bisschen Aufbauzeit. Ne? Und noch ein Riesenvorteil, auf den ich Marc auch gerade nochmal hinweist, ist das, was man auch oft bei mir auf Bushcraft-Touren sieht, weil eine Hängematte ist gleichzeitig ja auch irgendwie ein flexibler Sitz in der Natur. Man sieht das bei meinen Touren, dass ich die einfach zwischen zwei Bäumen spanne und dann setze ich mich da hin und kann dann hier sozusagen vor mir einfach entspannt kochen aus der Hängematte heraus. Das ist im Zelt ein bisschen schwieriger, weil da muss ich die ganze Zeit vorgebeugt aus dem Zelt sitzen und im Biwaksack, ja, da kann ich auch eine Plane auf den Boden legen, da habe ich auch keinen weiteren Vorteil dem Sitzen gegenüber und das habe ich halt mit so einer Hängematte. Als neutralen Punkt, also weder positiv noch negativ, weil ich mir da noch nicht ganz sicher bin, möchte ich einmal sagen, klar, Hängematten sind mega bequem, vor allen Dingen zum Chillen. Ich bin mir beim Schlafen aber auch noch nicht so sicher, ob ich da sie beim Schlafen in der Bequemlichkeit auch vor einem härteren Boden sehe. Das wird sich noch mit der Zeit so ein bisschen zeigen, deshalb ist das für mich jetzt gerade noch ein eher neutraler Punkt. Negative Punkte von der Hängematte. Zum einen, was ist mir diese Nacht passiert? Es ist sehr oft in der Hängematte alles verrutscht. Vor allen Dingen natürlich, wenn ich rein und raus wollte. Ich habe hier die Isomatte drin, die Thermarest Ridge Rest habe ich hier drin zum Beispiel. Dann habe ich hier noch ein Kissen und meinen Schlafsack. Und das Ganze, das wuschelt natürlich hin und her, wenn du rein und raus gehst. Und du musst dich wieder zurechtzubbeln, wenn du vom Pinkeln zurückkommst und so. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Natürlich muss man dazu sagen, es gibt auch Hängematten mit Isomatten-Einschubfächer. Und ich muss sagen, das wird wahrscheinlich auch das nächste bei mir dann werden, weil ich einfach da einen riesen Vorteil drin sehe. Aber dann hat man ja immer noch drin den Schlafsack, den man zurechtzubbeln muss. Und was mir dabei auch sehr nicht gefallen hat, ist die Geräuschkulisse, wenn Plastik auf Plastik reibt. Ja, ihr hört das. Wenn man da sich wieder rein und dann versucht, alles wieder richtig hinzuzubbeln und so weiter und so fort, dass man wieder bedeckt ist. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht so gut.
Ich glaube aber auch, da gibt es andere Materialien, zum Beispiel ja Baumwollhängematten oder vielleicht auch irgendwas. Ja, ich gucke mich da mal ein bisschen um, aber auf jeden Fall so, wie es jetzt war, hat mir diese Geräuschkulisse beim Ein- und Aussteigen hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war mir einfach zu laut und ich weiß nicht, man hört dann auch vom Nachbar, Marc hat heute auch in der Hängematte geschlafen, übrigens das erste Mal überhaupt draußen, ne? Es ist einfach, man hört das. Ne? Ich höre, wenn er da was macht, er hört, wenn ich da was mache und wir wachen beide auf, wenn wir auf Toilette gehen müssen und solche Geschichten. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen und das ist natürlich verrutscht, die Sachen drin. Beides kann man wahrscheinlich zum gewissen Maß beheben, aber nie völlig abstellen. Da muss man natürlich wissen, ob einen das wirklich stört, so wie mich mit der Geräuschkulisse und dem Verschieben oder ob man damit zurechtkommt. Weiterer kleiner Nachteil, ein kleiner Nachteil ganz bewusst, sage ich, ist, dass die Tarps, die man normalerweise zu Hause hat, dann nicht mehr gut sind für die Hängematte. Also ich habe zum Beispiel einen 3x3 Meter Tarp und das reicht für diese Hängematte nicht, weil dann habe ich entweder auf der linken oder auf der rechten Seite einen kleinen Überstand, wo es bei heftigen Regen reinregnen könnte, was ein kleiner Nachteil wäre. Jetzt ist es natürlich dann so, das heißt, man muss sich wieder so ein speziell zugeschnittenes Tarp für die Hängematte besorgen. Ne? Ist ein kleiner Nachteil. Vielleicht hast du auch einfach zu Hause schon eine Hängematte bzw. das Tarp dazu, das gleich richtig ist. Aber ich habe jetzt schon drei Tarps bzw. das dritte würde funktionieren für die Hängematte, weil es sowieso so groß ist. Aber man braucht halt dann schon was zugeschnittenes, wenn man was im Packmaß und im Gewicht haben möchte, was man dann wirklich effektiv zum Reisen zum Beispiel mit der Hängematte zusammen benutzen könnte. Weiterer Nachteil auf jeden Fall von dieser Hängematte ist es, dass ich das Gefühl habe, die Spannkraft hat über Nacht nachgelassen. Also, dass ich mehr und mehr durchhang und dann irgendwann kam es dazu, dass im Kniebereich, ne, im Bein, meine Beine so ein bisschen durchgehangen haben und das hat mir an den Knien wehgetan. Das heißt, ich konnte dann nur noch seitlich schlafen und nicht mehr auf dem Rücken. Und dann auch nur, wenn ich seitlich die richtige Position gefunden habe. Es gibt ja, also erstmal, das liegt wahrscheinlich an dieser Hängematte. Ich werde noch andere testen, ob das da auch so ist. Bei der Cashew-Hängematte war es jetzt so, leider. Wir werden dann sehen, ob es bei anderen auch so ist. Es gibt ja aber noch, worauf ich hinaus will, zum Beispiel Hängematten, wo man in der brasilianischen Liegeposition liegt, wo man dann nicht so liegt, sondern wo man sozusagen so liegt, ja, quer zur Ridgeline sozusagen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das werde ich auch mal ausprobieren, wo man dann auch gerader liegt. Vielleicht liegt das ja mir mehr. Das werden wir natürlich sehen. Aber ne, dass das alles so ein bisschen durchhängt, ist nicht immer, fand ich nicht immer angenehm. Da musste man dann sehr lange die richtige Position finden. Ich glaube, das könnte aber auch eine Art von Gewöhnungssache sein, weil man versucht ja automatisch in der Hängematte so zu schlafen, in den Positionen, die man normal gewöhnt ist, zum Beispiel vom Zelt oder vom Bett zu Hause. Und wenn man sich ein paar Nächte in der Hängematte ja, entspannt hat, dann könnte es sein, dass man automatisch diese Position drinne hat, wie man da drin schlafen kann und dann ist das Ganze durchaus angenehmer. Ich glaube, man kann auf jeden Fall noch einiges an Nachteilen rausholen, wenn man sich mehr Gedanken macht, wenn man beim Aufbau mehr Expertise sammelt und so weiter und so fort. Aber ich muss insgesamt sagen, hat mir die Nacht in der Hängematte sehr gefallen, einfach hier lässig im Wald abzuhängen sozusagen. Direkt, ich hatte ja das Tarp nur an der Seite hier gespannt, also nicht über den Kopf rüber, weil ich dachte, es ist so schönes Wetter. Ich kann es dann zur Not in der Nacht schnell nochmal hier vorne abspannen. Das war aber gar nicht nötig. Das heißt, ich konnte die ganze Nacht schön rausgucken, hatte direkten Kontakt zur Natur, hatte hier vorne mein kleines Ground Sheet, wo alles drauf lag, was ich so in der Nacht gebrauchen könnte. Das war sehr angenehm. Also an sich bin ich einige Male weggenickt, auch für Stunden, habe es aber nicht geschafft, komplett durchzuschlafen. Ich werde noch ein paar Mal das ausprobieren, wie gesagt, mehr Expertise sammeln und dann gebe ich euch irgendwann nochmal einen richtigen neuen Ausblick, ja, wie gut das funktioniert, so weiter und so fort. Das heißt, ich bleibe auf jeden Fall an dem Thema dran. Dann ist die Übernachtung auch schon langsam vorbei, ne? Ich würde sagen, wir chillen noch ein bisschen und dann wird langsam abgebaut und nach Hause gewandert.
Das Lager ist abgebaut, die Stimmung ist fantastisch. Ich sag's euch, schlaft auch mal eine Runde draußen. Wir nehmen uns jetzt die Rucksäcke und wandern schon mal ein bisschen zurück, ne? Aber das Video ist erst später vorbei. Noch dranbleiben. Ja, mein Freund, hier ist das Video dann auch langsam vorbei. Die Tour, die Übernachtung, mir riesigen Spaß gemacht und ich habe auch selber viel Erfahrung mitnehmen können. Habe ich ja schon erwähnt, die ich dann auch noch vertiefen möchte. Da kommen dann bestimmt noch weitere Videos zu, ne? Hier links und rechts oben findest du weitere Videos, wenn du jetzt noch was gucken möchtest. Und unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Unten in der Videobeschreibung, wie immer, alle Infos. Ansonsten antwortet Marc bestimmt gerne in den Kommentaren darauf, dafür, dass er gerade einen Witz über mich gemacht hat. Und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Oh Gott. Gott, ich muss die ganze Zeit gehen unterdrücken, ne? In der Hängematte. Okay, deshalb habe ich ja den Ton abgesenkt. Übernachten. Weißt du, damit ich davor cutten kann direkt. Weißt du, bist mir langsam die Luft ausgegangen und der Satz wurde mir zu lang.